Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, beim letzten Mal haben wir schön brav auf diese Bäumchen hier weitergearbeitet. Ein paar Sepplinge habe ich auch noch. Und meine Melonen sind gewachsen. Ich habe hier 10 Stück drin. Und wir brauchen 2, hoffe ich. So, was ich noch rausgefunden habe, natürlich, ich habe den zweiten einfach nur oben drauf setzen müssen. Hätten eigentlich draufkommen können, ne? Brauchst für die Quest 2. Hast unten einen, hast oben einen. Hat halt noch mal ein paar Minuten gedauert. Aber ist jetzt nichts Weltbewegendes gewesen. Quest abgeschlossen. Wir claimen. Und wir schließen ab. Perfekt. So, Basic Tinkering. Da wollen wir auf jeden Fall heute auch weitermachen. Das ist das Erste, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt Sugar Canes. So, und für Sugar Canes brauche ich ja 3 Melonen. Oh, ich brauche sogar 3. Okay, und dann brauche ich auf jeden Fall, da habe ich schon mal 2 Nuggets. Brauche dann 8. Ja, ich brauche alle 3. So, dann habe ich jetzt mein Listerine Melon. Und dann brauche ich einen Pumpkin. Den habe ich mittlerweile auch. Du kommst da rein. Ich schaue jetzt mal, ob ich wieder sterbe. Ja, ich werde nicht sterben. Ich werde ihn gar nicht kriegen. Weil ich 8,5 Herzen brauche. Toll. Also, das kann ich mir erstmal abschminken. Wie soll ich das hinkriegen? Ja, ganz, ganz großartig. Also, das klappt schon mal nicht. So, ich esse jetzt mal eine Melone. Oder auch nicht, klar, weil ich bin natürlich satt. Und ich habe mir noch ein Crucible gebaut. Dann hätte ich gesagt, braucht man noch ein Netherrack. Und dann brauche ich noch ein Eisen. Und ich brauche noch ein Flint. So. Flint. Eisen. Feuerzeug. Genau. Und dann hätte ich gesagt, kommst du. Erstmal hier hin. Kommt da ein Stein drauf, dann kommst du drauf. Gehe ich so runter, dann komme ich wieder rauf. So, und dann heißt es jetzt anzünden. Und jetzt müsste eigentlich auf jeden Fall schneller gehen. Dann brauche ich nämlich. Oh. Näher ran. Kommst runter. 37. Das ist natürlich doof. Ja. Yeah. Ach so, ja. Da war ja was. Ich brauche doch. War das nicht 4 Magma Creams? Genau, da wird's ein Magma Block. Oh Gott.
Ich? Und ich hätte wieder. Ich habe da momentan ein bisschen gerade Bedenken, dass da mir gleich die Bude wegbrennt. Ich bestelle ja aus Holz. Und ich stelle mich gerade wieder an. Wie nochmal was? Magma Fightstone. So, was steht jetzt da? Magma Fightstone, when touching Crystal Fluid, drops Cobblestone. Ja, nee, das ist mir klar. Ah, das da war's. The Blaze Powder Block. Ja, ja, ja. Fast richtiger Gedanke. Das war nicht Magma. Magma Perle. Ich hätte jetzt gerne eine. Ja, das wäre natürlich jetzt cooler gewesen. Oh. Oakwood Planks. Danke. Komm mal rein. Wäre es natürlich cooler gewesen, wenn ich das jetzt so gemacht hätte, aber geht nicht. Also machen wir es so. Ups. Genau. So. Ich schmeiße jetzt gleich mal alle drei rein, weil normalerweise, ne? Müssten das jetzt 3000 Blöcke werden. Und ich habe ja Eisen. Ich hoffe, dass es geht. Ich hoffe, dass es geht. Ich hoffe, dass es geht. Jawohl. Dann haben wir mal einen Eimer. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall Lava. So, puh, das ist natürlich jetzt nicht gerade schön, dass ich jetzt meine Sugarcanes nicht machen kann. By using moss on a bookshelf. Brauche ich den momentan? Brauche ich den überhaupt für die Quest? Nein, also ignorieren. Da brauche ich Boron Ingots und Prismarin Crystals. Okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal hier weiter. Und zwar Unfired Porcelain. Ein bisschen was habe ich schon. Ich habe schon mal ein paar gemacht. Na, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wir holen die Pistole. Wir laden auf. Wir schießen ab. Ab geht's. So, das waren jetzt 32 Stück. Ist erstmal egal, ich habe jetzt 43 Stück. Den Rest heben wir uns auf. So, okay, dann brauchen wir jetzt das Porzellan. Faucet. Das sind jetzt dann drei. Okay, das heißt, ich muss die jetzt erstmal brennen. Und dann let's run. Und im Porzellan Channel sind 5. Okay. Haben wir 2, haben wir 3, haben wir 4. Also machen wir als erstes dich. Zwei. Ja, 6, sehr schön.
Dann haben wir hier 6, 3 Stück. Dann ist die Quest schon abgeschlossen. Schon wieder so ein komisches Schild. Gut, dann brauchen wir als nächstes Porzellan Melter und einen Tank. Den Tank, dafür brauche ich ein Glas. Und ich brauche dafür jetzt 8 Stück. Die müsste ich jetzt auf jeden Fall schon haben. Porzellan Tank, jawohl. Und jetzt brauche ich noch einen Melter. Das sind. Ah, okay. Tank. Ich schaue da jetzt nochmal, ne, dass das auch mit Glas geht. Okay, Porzellan Melter. Und ich habe schon wieder einen auf dem Chor. Es wird bestimmt witzig, mit denen irgendwann zu arbeiten. Ah, der dritte. Das ist der mit Goldkern. So, und dann brauchen wir jetzt noch einen Porzellan-Casing-Table und einen Casing-Burser. Das wird jetzt interessant. Ja, doch, das müsste reichen. So. Wasser. Und Table. Ein Wire. Gesehen habe ich schon. Da ist es. 32, jawohl. So, dann heißt es jetzt für mich, ich mache das jetzt erstmal hier hin. Ein Faucet, dann brauche ich hier den da. Ich glaube, ich habe da einen kompletten Denkfehler gerade drin. Doch wie eine Schmelze, ne? Das heißt, ich will auf jeden Fall nochmal einen Tank brauchen. So, hauen wir da zwei rein, da zwei rein, da einen rein. Ein Glas, ich hab den Tank. So, kann ich den jetzt dann da dran machen? So, ich bin mal wieder komplett überfordert. Kennt man nicht anders von mir? Aber das ist eigentlich Tinkers Silber, ne? Was ist? Ich spiele zu schwere Packs, also nicht jetzt, sondern sonst. Ich vermute nämlich einfach. Ich hab
den Tank. Aber es wäre ja eigentlich Schwachsinn, ne, wenn die eigentlich einem. Also nochmal, way to transferring fluids is with faucet and channels. Okay, also das ist klar, das ist transferieren. Doing to need a porcelain melter and porcelain tank. Filled it with lava or a porcelain heater filled with fuel. Okay, ich hab da gerade so eine Vermutung. Also sozusagen, ich lag nicht ganz falsch. Wenn es jetzt ganz blöd läuft, fliegt der runter. Gott sei Dank, nein. Ja! Kein Dreck, hat sich was dabei gedacht und es hat funktioniert. So, okay, dann habe ich schon mal das. Dann bräuchte ich jetzt eigentlich bitte noch mal einen Ausschenker. Ich dürfte noch 3 haben. Ich dürfte sogar noch mal 2 haben. Gut. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. So, denn wir brauchen ja jetzt sozusagen Reinforcement. Reinforcement wird jetzt bestimmt witzig, weil, genau, dafür brauche ich jetzt nämlich einmal Gold, zweimal Gold. Ich brauche 244 Millibuckets. Denn wir möchten das jetzt mal so weit abschließen, dass ich das sozusagen alles vorbereiten kann bis zum nächsten Mal. So, dann brauche ich weiter das Lavawood. Und fürs Lavawood brauche ich ein Holz und Lava. Dafür brauche ich einen Magma-Block oder einen Netherrack. Achso. Der macht Blaze Powder, macht auch Lava. Ich weiß noch nicht, ob ich auf Lava rumhüpfen will. Frage ist halt, wie kriege ich das dann in die Schmelze? Gibt es da jetzt noch eine andere Möglichkeit für Lavawood? Was ist Seared Stone? Okay, das ist jetzt nicht das Problem. So, dann lassen wir jetzt den mal ausgießen. Genau, dann haben wir schon mal jetzt den Cast. So, und dann heißt es jetzt für mich, Material kann nicht geschmolzen werden. Bitte. Okay, dieses Material kann ich auch noch nicht herstellen. Und das Seared Stone braucht 611 Grad. Aber ich habe 1100 Grad da drin. Redstone.
Cobblestone? Cobblestone 611 Grad. Melter? Geht's hier auch? Geht's auch? Ja, aber nicht mit Kabel, sondern da brauche ich entweder Seared Bricks, Seared Stone oder, ja, das kann ich noch nicht herstellen. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie Lava reinkriegen. Ich bin begeistert. Ich stelle mich gerade an, merke ich. Also wie gesagt, hier habe ich im Squeezer, kriege ich Lava rein. Das ist also, ne, das ist, glaube ich, das Ding hier, genau. Also das ist jetzt nicht das Problem, dass ich jetzt an Lava rankomme. Das Problem ist nur, dass ich das irgendwie da reinkriegen muss. Was steht denn? With firewood you can make tools that smelt smeltable blocks that you break with them. Das ist ja sehr schön gesagt. Dasselbe werde ich jetzt auch mit Reinforcement bekommen. Also das habe ich brauche Obsidian. Heat Frame Cooling. Das kann ich noch nicht herstellen. Molten Obsidian. Ja, ich möchte Lava herstellen. Ich möchte Obsidian herstellen. Lava und Wasser. Wie kriege ich das da rein? So, Porcelain Heater fuels the melter and. Ich hätte mal gesagt, ich baue mal so ein Gaff und stelle das mal oben drauf. Hä? 4 Bricks, 5 Glas. Vielleicht. Let's test. So, ich habe jetzt noch einen. Was habe ich jetzt gesagt? Das darf brauche ich 4. Das heißt, ich brauche noch 3. Dann kriegt jeder Ofen 1. Also mir kam das vor, als wäre das früher einfacher gewesen. So. Dahin. Oder ich war früher in die Legende. Das kann auch sein. Nee. Ja. Und kann ich jetzt da Lava reinkippen? Ja, ich habe jetzt einen Tank. Ich kann jetzt sozusagen... Lava erstmal irgendwo bunkern, aber ich krieg's nicht rein. Das muss ich mir angucken. Verdammt. Ich wollte doch alles abschließen.
Ja, aber mein Problem ist jetzt natürlich auch, ich muss an Obsidian rankommen. Weil Obsidian abschlagen, das will ich vergessen können. Ja, wobei, ich glaube, Vanilla geht ja, ne? Hepatite, Diamant. Ich guck mal. Da steht es nicht dort only crafting. Das Problem ist jetzt gerade nur für mich, mal wieder. Standardproblem. Kennt man ja. Acht Stück kriegen natürlich erstmal nicht hin. Aber habe ich nicht noch welche gehabt? Das ist das Standardproblem. In irgendeiner Kiste ist 7 Stück. Wir brauchen 8. Ich ausgerechnet, dass ich so viel Lava habe. So, das heißt, ich habe jetzt 8 Stück. Dann habe ich wenigstens noch eine Sache abgeschlossen. Ja, Gott sei Dank. Armor Reinforcement. Hätte gerne als Reward Obsidian. Krieg mal wieder das Wire. Danke. Wir sind 48. So, aber wir haben das abgeschlossen. Wir haben jetzt, wir sind hier ziemlich weit. Melonen sind wieder fertig. Ihr seid sogar live dabei, wo Melonen fertig werden. Ist das nicht schön? Hat nicht lang gedauert. So, aber 49. So, da haben wir schon mal einen Stack. Wir gehen jetzt hier ins Questbuch rein. Wir haben die ersten Slime Balls abgegeben. Perfekt. Also hier brauche ich Silky 2, Reinforcement und Firewood. Und hier brauche ich Boron Ingot. Boron Ingot. Muss ich mal gucken, wie ich das oder wo ich das herkriege. Boron Alchemy Dust. Ah, okay, dafür brauche ich Soul Sand und 2 Glowstone. Habe ich das noch? Hau drauf. Jawohl, 5 Stück. Dann kommst du da rein. Sehr gut, die sind noch voll. So, und ich habe erst mein erstes Boron-Ingot. Davon brauche ich 32 und Prismarin. Ich brauche die großen oder die kleinen? Die kleinen. Die hier. Die Prismarine Crystals, ja. Was brauche ich dafür? Die kann ich mit einem Netherquarz und 3 Glas herstellen.
Und davon brauche ich 16. Ich habe jetzt 2. Genau, aber wir stellen es erstmal her. Ich brauche wie viel? 1440. Wie voll bist du? Ja, geht. Davon brauche ich einen. Davon waren es 2, ne? 3. 1. Ja, das war danke. 1, 2, 3, 4. Und ich habe 4 Stück. So, das heißt, ich hätte 7. Das heißt, ja, ich brauche sowieso noch mal 3. Also das heißt, ich muss Netherquarz herstellen. Ich brauche auf jeden Fall Obsidian, das heißt, das muss ich auch noch herstellen. Ich brauche Boron. Das waren jetzt 5. Die werde ich auch noch herstellen. So, und dann heißt es für mich, ich muss dann auch rausfinden, wie ich da Lava reinkriege, dass ich mein Firewood rausbekomme. Wenn ich es rausgefunden habe, werde ich schon mal anfangen, welche zu machen. Sozusagen, wir werden dann beim nächsten Mal Lavawood, Firewood, achso. Genau, wir werden dann beim nächsten Mal das Zeug herstellen. Das heißt, ich brauche noch Place Powder. Also Place Powder muss ich besorgen wie ein Wahnsinniger, weil wir brauchen hier 32 Stück. Das heißt, ich brauche schon mal alleine ein Stack Place Powder. Ich kriege 3 raus. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mindestens alleine für das 25 Stück davon. Das heißt, ich werde auch ein paar Mal in der Monsterfalle hocken. Und da wie ein Wahnsinniger auf die lustigen Kerlchen eintreschen, die, wo meinen sie, müssen mir Gunpowder vorenthalten. Das klingt doch spaßig. Genau. So, dann gehen wir nochmal schnell halt 4, nochmal 12 Stück. Werde nicht böse sein. Wenn ich diesen ersten Part hinter mir gelassen habe. Nochmal 6. Perfekt. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 12. Oh, sehr schön. Ich habe wieder einen lilanen. Genau, also dann versuche ich nämlich bis zum nächsten Mal alle diese Kugeln zusammenzukriegen. Dann versuche ich, wie gesagt, das ganze Firewood-Zeug soweit vorzubereiten. Mending Moss. Wüsste ich jetzt momentan nicht, wie ich es hinkriegen soll. Also, die 2 fehlen uns noch. Das sind 128 Stück oder 2x24. Kann man sehen, wie man will. Einen Circuit Joule Hammer, einen Reinforcement Hammer, das heißt, davon brauche ich noch 5. Halt. Ach, ich habe die Emeralds nicht. Genau. Das liegt ja hier an die Emeralds. Das heißt, ich darf momentan Material farmen wie ein großer. Machen wir. Und wie gesagt, ich versuche rauszufinden, wie ich an das Firewood rankomme.
Das ist mir mal wieder leider nicht ersichtlich. Wäre schön gewesen, wenn hier dort stehen würde, use it on was hast du, Kuckuck was? Kann auch sein, dass da. Ja, genau. Ich kann den Porzellantank nehmen und da kann ich Lava reinfüllen. Ja, klar, dass er arbeitet. Oder ich kann den Heater bauen und den mit Fuel füllen und halt den verwenden. Das ist irgendwie logisch. Aber irgendwie muss ich da außer gibt's gibt's irgendwelche Pipes, die ich schon bauen kann. Aber dafür, also für die brauche ich Stahl. Das ist auch noch an für Miller. Also ich weiß nicht. Ich bin außen vor. Aber kriegen wir raus. Und wenn nicht, habe ich ja euch. Da ihr werdet bestimmt wissen, wie es geht. Dann haut es mir einfach mal in die Kommentare. Und dann finden wir es gemein. Und dann, wenn ich es halt nicht fertig haben sollte, dann wird es witzig. Dann bleiben wir an dieser Position stehen und ich schaue hin. Genau. Nein, natürlich nicht. Gottes Willen. Ich habe schon gesagt, das Lustige ist, mittlerweile holt viele auf. Und der da hinten kommt nicht weiter. 49 habe ich. Benutzt den aber schon dreimal so lang wie die. Und nochmal Melone gewachsen. Ich bin begeistert. So, also Melone kann ich nicht mehr, also ich komme nicht an Sugarcanes ran, weil ich zu wenig Herzen habe. Hervorragend. Dann komme ich, ich kriege die Lava nicht rein. Hervorragend. Dann, wie gesagt, Gunpowder. Ich brauche gebrannte Steine, damit ich genügend Emeralds zusammen habe. Davon brauche ich auf jeden Fall Minimum 5. Genau. Dann brauche ich Netherrack, weil davon brauche ich auch nochmal 2. Genau, da haben wir auch einiges zu tun. Und Gunpowder brauche ich auch mindestens, sagen wir mal, Minimum 32 Stück. Wenn es überhaupt ausreicht, weil, wie gesagt, ich brauche ja auch noch Obsidian. Und. Genau. Und dann hätte ich gesagt, warst du schon wieder für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.